Um es mit Kim Basinger zu sagen, 9,5 Wochen sind genug, vom Wahlkampf ist die Rede. Ich bin natürlich 0% parteiisch, keine Hoffnungen hier und keine falschen Unterstellungen hier bitte. Meine Aufgabe ist nur hier zu schauen, dass das Niveau nicht unter Kindergarten sinkt. Ja, ich möchte kurz einen Soundcheck machen. Check, check, Luna, check. Ja, wunderbar. Es passt alles. Gut, ich habe einen Punkt vorzubringen. Ich habe herausgefunden, warum man zu Ihnen Bastel sagt. Ja? Sie basteln scheinbar sehr gerne. Hier haben Sie gebastelt. Diese Statistik, da haben Sie eine Klappe dran gemacht. In echt sieht es nämlich so aus. Ja? Habe ich nicht gebastelt. Das haben Sie gebastelt, Frau Lunacek. Ich habe das nicht gebastelt. Ich darf gar nicht basteln. Meine Mama hat mir verboten, mit Uhu zu arbeiten, weil ich habe schon als Sechsjähriger Anzug getragen und die Mama hat gesagt, das geht nicht raus, wenn das verklebt. Außerdem habe ich nie Bastel geheißen, sondern immer Basti. Französisch, Basti. Ja? Ja, also bitte, stellen Sie sich nicht blöd. Also was? Kindergartenalarm. Ja. Also bitte, alle fünf Jahre. Alle fünf Jahre dieses Theater. Die Leute sind das leid. Ja, natürlich. Die Leute sind das leid, wenn ich mit den Leuten spreche, die sagen, sie wollen nicht alle fünf Jahre diese Wahlkämpfe, diese Schmutzkübelkampagnen. Deswegen mein Vorschlag, wer immer Bundeskanzler wird, bleibt 10 Jahre. Na servus, das sind Nachrichten. Da kommen noch andere Nachrichten reingaloppiert. Ich werde sie einfach vorlesen, ohne vorher zu überprüfen. Ja, das mache ich so. Gut, einen Rücktritt gibt's vom vom Bundesgeschäftsführer mit dem langen Namen von der SPÖ. Er ist zurückgetreten, weil er keine Ahnung hatte, dass die SPÖ getarnt als eine Fanseite vom Kurz. Das ist mir zu kompliziert. Na servus, da geht's zu. Würde ich sagen, fragen wir gleich direkt den Bundeskanzler. Ich sehe ihn bereits, er steht eh schon da vor der Kamera. Nein, da hast du schlecht recherchiert, Birgit. Ich bin nicht der Bundeskanzler. Mein Name ist Thomas Langpaul. Ich bin dein Kollege, aber ich wäre gern Bundeskanzler. Bundeskanzler Langpaul. Kann ja noch werden. Hallo. Chacus, ich klage an. Es gibt eine Maulwurfsplage bei der SPÖ. Das ist gar nicht cool, finde ich. Und, wer glauben Sie, steckt da hinter dieser Affäre? Wir werden das transparent hinter verschlossenen Türen. Ja, da wäre ich jetzt gern als Maulwurf dabei und würde das erforschen. Ja, lieber Kollege, aufpassen mit den Wortbildern, ne? Wenn man sagt, Maulwurf, das wird eher negativ konnotiert. Sie wollten wahrscheinlich irgendwie so ein Mäuschen sein oder Fliege an der Wand oder Wanze. Ihre Analyse? Aus wissenschaftlicher Sicht ist es völlig belanglos, ob ein Mäuschen oder ein Maulwurf oder eine Fliege an der Wand ist. Die DNA dieser drei Spezies ist von der des Menschen gleich weit entfernt. Hätte er gesagt Affe, dann könnte man theoretisch noch darüber reden, eventuell eine Transformation des Menschen in einen Affen. Das ist denkbar. Der Lange hat es irgendwie geschafft. Ah, Herr Lang, Paul, vielen Dank für die 40 Portionen Kaffee. Ja. Aber ich möchte Sie bitten, das Kreisky-Zimmer zu verlassen. Es handelt sich um ein intimes Gespräch. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Also, ich weiß sicher nicht, weil ich bin im Team Kurz erst dabei. Das klingt verdächtig eigentlich. Trotz der unglücklichen Wortwahl glaube ich der Kollegin, dass es nicht war. Ich auch. Und wer sind Sie? Ich darf mich ganz vorstellen. Mein Name ist Alexandria von Nichtstun zu Hohenstein. Mhm. Ich bin aus der Bezirksgruppe der jungen Sozialdemokraten in Wien-Semmering, in einem Arbeiterbezirk. Ich bin in der neuen Mittelschule zu den gottlosen Schwestern sozialisiert worden. Von der Lateinlehrerin hat sie mich für die sozialen... Hallo, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen. Wer von den Sozialdemokraten hat uns nicht verraten? Wenn Sie die Lösung wissen, schreiben Sie am Wahlzettel in der Spalte SPÖ den Namen dazu. Das wäre cool. Haschek, meine sehr verehrten Dankeschön. Damen und Herren, heute in der 367. Ausgabe von Willkommen.